Vielen Dank Ihnen. Letzter Redner in dieser Debatte für die SPD-Fraktion, Helge Lind. Frau Präsidentin, also ich sage Frau Präsidentin, nicht Präsidium. Für mich sind Sie ein Mensch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank, Herr Lind. Vielen Dank, Herr Lind. So viel Zeit muss sein. Ich war eben also tiefenentspannt und müde. Jetzt habe ich schon Puls nach der letzten Rede. Und werde es jetzt nicht lang und subtil, sondern kurz und grobschlächtig machen, glaube ich. Ich stelle zum einen fest, Frau Schimke, dass Sie eine Rede gegen Ihre eigene kulturpolitische Sprecherin gehalten haben. Das ist legitim, aber ungewöhnlich. Zum Zweiten stelle ich fest, dass wir als SPD doch nicht wünschen, dass die AfD weiter so viel Werbung für die Grünen macht. Denn das machen sie, wenn sie die immer als ökosozialistisch bezeichnen. Ich wünschte mir, sie wären ökosozialistisch. Das sind sie aber nicht. Und zum Dritten muss ich ja doch feststellen, dass ich nicht glaube, ehrlich gesagt, dass die Situation von Prekariat im Kulturbereich, die schon lange vor der Pandemie bestand, durch Impfen gelöst wird. Das erschließt sich mir logisch nicht. Komme jetzt aber zu meinen verschiedenen Verärgerungen. Erstens. Ich glaube, wir verzerren die Situation fundamental, wenn wir einfach nur sagen würden, wir müssen gucken, dass der ganze Betrieb wieder ins Laufen kommt und dann haben wir Glückseligkeit im Kulturbereich. Das ist eine Farce, wenn man das behauptet, wie es eben suggeriert wurde. Und das wird den vielen Kulturschaffenden nicht im Mindesten gerecht. Und da komme ich zu meiner zweiten Verärgerung, die beziehe ich bewusst auf uns. Es ist ja gut, mal sich kritisch selbst zu beurteilen und nicht jetzt uns als Koalition, sondern insgesamt als Kulturpolitiker und Kulturpolitiker. Wir hatten in der Vergangenheit große Würfe. Zwei Sozialdemokraten, Lattmann, Ehrenberg, haben die KSK auf den Weg gebracht. Und sowas in dem Umfang, solche großen Würfe brauchen wir zukünftig wieder. Und wir verbringen viel zu viele Stunden miteinander, uns aufzuregen, dass wir nicht ernst genommen werden, zu lamentieren, über Förderprogramme zu sprechen und so weiter. Wir betreiben unsere eigene Selbstverzwergung. Deshalb wäre ein guter Ansatzpunkt, da tatsächlich fundamentale Fragen zu diskutieren. Und es ist Zeit dafür, das in Zukunft zu tun. Und da gibt es nicht die einzelnen Guten und Bösen, sondern es ist auf allen Ebenen zu tun. Und alle demokratischen Parteien sind übrigens auch mehr oder weniger in einzelne Regierungen verwickelt. Also wir sind alle im Boot und wir haben es alle nicht hinreichend geschafft in der Vergangenheit. Und jetzt zu meiner zweiten Verärgerung. Stichwort alles dicht machen. Und das ist mir deshalb wichtig, weil es eben auch anders geht. Ich erinnere an Igor Levit. Der hat gesagt und in aller Drastik gesagt, in vielerlei Hinsicht wurden die Kulturschaffenden verraten. Aber er begründet das authentisch und aus einer Dringlichkeit und es ist ernst zu nehmen. Er macht es aber nicht so, dass er statt Ironie in einen blanken Zynismus verfällt. Und das, was ich lesen musste und hören musste in diesen Videos, ich habe es mir angehört, das war eben nicht Ironie, das war blanker Zynismus, das war politische Dummheit und das war, in einem Wort, das ich in Berlin habe, Selbstgeilheit. Es war zynisch, töricht und selbstgeil. Und das muss man auch sagen, es verrät die vielen, vielen einfachen Kulturschaffenden, die wirklich nicht privilegiert sind, wie diejenigen, die sich da geäußert haben, die sollen mal in ihrer Existenz ringen. Und wenn ich mich darüber aufrege, was ich ja jede Woche tue, wie die AfD spricht, wenn ich mich über Dieter Nuhr aufrege, dann muss ich mich auch aufregen über Jan-Josef Liefers, wenn er einen solchen Blödsinn verzapft und den Eindruck erweckt, wir hätten hier eine politisch-mediale Verschwörung, ein Kartell in diesem Land. Das ist schlichtweg nicht wahr. Und auch wenn Kostja Ullmann sagt, wir hätten sowas wie Angst überall oder auffordert, man solle seinen Kontakt löschen, weil das denn der Wunsch der Regierung wäre, dann ist das der blanke Hohn und ist eine Karikatur dieses Landes und ist mitnichten eine Antwort auf die prekäre Lage von Kulturschaffenden. Herr Lind. Deshalb, wir brauchen nicht einfach nur kritisch an die Grünen Sammelsurium von einzelnen Maßnahmen, sondern ein Konzept. Dafür werden wir sorgen. Aber wir brauchen vor allem nicht Rechtspopulismus, vertreten durch privilegierte Kulturschaffende, um damit die Frage der sozialen Lage der Künstlerinnen und Künstler zu lösen. Dafür braucht es viel mehr und nicht Tichys Einblick. Vielen Dank. Vielen Dank, Helge Lind. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung auf Vorlage der Vorlage auf Drucksache 27-881 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Es gibt keine weiteren Überweisungsvorschläge. Dann verfahren wir genau so. Wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages ein auf
Mittwoch, den 5. Mai 2021, 13 Uhr. Die Sitzung ist geschlossen. Kommen Sie gut nach Hause, Herr Grosse-Brümmer. Danke euch, danke allen.